Herzlich willkommen zu Ist achtsam das neue Agil? Und macht diese Frage überhaupt einen Sinn? Ja. Mein Name ist Markus Wittwer, ich bin agiler Coach und Achtsamkeitstrainer und ich gucke mir das Thema mit dir und euch heute an. Am Ende des Vortrags hast du eine Idee, wie Achtsamkeit, Softwareentwicklung und Agilität zusammenhängen. Und du lernst ein paar Argumente kennen, warum ich glaube, dass Achtsamkeit in einem agilen Umfeld bald so erfolgreich sein wird, wie eben die Agilität auch. Und vor allen Dingen geht es mir darum, dass du für dich nach dem Vortrag irgendwie entscheiden kannst, ob das etwas ist, wo du gern mehr Zeit mit verbringen möchtest, was du wirklich ausprobieren möchtest und vielleicht sogar ein Stück weit in dein Leben integrieren möchtest. Und da möchte ich mit dir heute in dieser Zeit hinkommen. Wie arbeiten wir? Der Vortrag ist aufgebaut. Im ersten Schritt erzähle ich aber mal ein bisschen was dazu, natürlich, was ist Achtsamkeit. Dann erzähle ich etwas darüber, was ich meine mit dem Erfolg von Agilität, was da eigentlich erfolgreich ist. Und ich gebe dir drei Gründe, warum ich glaube, dass Achtsamkeit auch so erfolgreich sein wird. Und dann gucken wir noch kurz drauf, wie du weitermachen kannst, wenn es dich interessiert. Und dann geht es auch schon über in ein Q&A und wir werden dann auch noch eine kleine Übung im Anschluss machen. So ist das heute strukturiert. Gut, steigen wir ein. Zuerst einmal, wenn du das Wort Achtsamkeit hörst, was kommen dir da so für Assoziationen? Was kommt dir da in den Sinn? Schau mal, welche Bilder da so auftauchen, Gedanken auftauchen. Ich gebe dir dafür mal so ein paar Sekunden Zeit. Wenn du einen Nachbarn hast, mit dem du reden kannst, bei dem das zusammenguckt, dann tauscht euch kurz aus. Was für Assoziationen kommen zum Thema Achtsamkeit? Ja, ich vermute, da sind so ein paar Dinge aufgetaucht, wie irgendwie achtsam miteinander umgehen oder irgendwie vorsichtig sein oder vielleicht auch Dinge wie orangefarbene Roben oder Räucherstäbchen oder auf eine Art zu sitzen, dass die Knie irgendwann schmerzen. Und all das ist natürlich irgendwie richtig, aber das ist nicht so ganz das, was ich mit Achtsamkeit meine. Und vor allen Dingen meine ich nicht so die Allerweltsdefinition von Achtsamkeit, wie wir das oft im Alltag benutzen, das Wort. Das ist ja oft sowas, dass wir jemandem sagen, irgendwie sei achtsam, wenn du über die Straße gehst oder so. Und das meine ich nicht. Was ich meine ist, mit Achtsamkeit ist eigentlich eine moderne Achtsamkeitspraxis. Und das ist das Spannende, diese moderne Achtsamkeitspraxis, die ist wirklich auch erst, ähnlich wie die Agilität, in den letzten ungefähr 30 Jahren entstanden. Und was moderne Achtsamkeitspraxis ist, ich definiere das durch eigentlich letztendlich vier Kriterien. Ja. Grundsätzlich geht es bei moderner Achtsamkeitspraxis darum, dass es eigentlich ein Geistestraining ist zur Entwicklung nützlicher geistiger Fähigkeiten. Ja. Und Geistestraining ist halt schon älter, ne? Aber das, was eben für mich so eine moderne Achtsamkeitspraxis ausmacht, das sind eben vier Punkte. Ja, das eine ist, dass es wirklich ein Training ist. Ja. Und Training meine ich im Unterschied zu Haltung. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt achtsam mit mir und anderen sein, ne, irgendwie freundlich mit denen umgehen, dann ist das, finde ich, ein schönes Ziel und einen schönen Ansatz, das verkörpern zu wollen. Aber wenn das so leicht gehen würde, dann würden wir das ja alle einfach tun. Ja, das heißt, ich kann häufig nicht einfach in so eine Haltung hineinspringen, die ich vielleicht haben will, sondern ich muss das trainieren. Und moderne Achtsamkeitspraxis ist eben vor allen Dingen ein Training. Ja. Das zweite ist, dass es eine Systematik hat. Mit Systematik meine ich ein bisschen so wie in einem Fitnessstudio. Also das Training hat eine Systematik, es ist irgendwie systematisch aufgebaut. Also wenn ich zum Beispiel in ein Fitnessstudio gehe und habe meinen ersten Termin, da guckt der oder die Trainerin mich an und sagt mir, Markus, du machst mal die Übung, die Übung, die Übung und die Übung. Und die Übungen, die die Person, die die Trainerin dann auswählt, die sind nicht irgendwie beliebig, sondern da steckt ein System dahinter, ein Prinzip dahinter, wie Muskeln aufgebaut werden, wie das Herz-Kreislauf-System funktioniert und so weiter.
Und sowas ist in den letzten Jahren im Bereich Achtsamkeit auch entstanden. Das ist also nicht einfach irgendwie, ich mache irgendwelche Übungen, sondern da gibt es ein Stück weit ein System oder natürlich auch mehrere Systeme dahinter. Und das finde ich ganz wesentlich. Das Dritte ist, dass es losgelöst ist von religiösen Einflüssen. Ja, also ist es natürlich in einem religiösen Kontext entstanden. Das, was wir uns heute angucken, ist vor allen Dingen im buddhistischen Kontext entstanden. Aber das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, ist, dass man das loslöst aus diesem Kontext und so auch verständlich macht für uns. Ja, also für Menschen, die halt nicht in diesen religiösen Kontext eintauchen können oder wollen. Ja. Und das Vierte ist, dass es wissenschaftlich fundiert ist. Und da werde ich jetzt heute nichts drüber erzählen. Das habe ich auch in anderen Vorträgen schon ein bisschen mehr gemacht. Also wenn dich das interessiert, guck mal in andere Vorträge von mir rein. Heute dazu nur so viel, dass Achtsamkeit mittlerweile ein total etabliertes Forschungsfeld ist. Und das liegt daran, dass Menschen, die sehr lange Achtsamkeit praktizieren, ganz interessante Eigenschaften zeigen, die sie für Wissenschaftler interessant machen. Ja, also das sind Menschen, die dann häufig ungewöhnliche Fähigkeiten haben im Bereich von Wahrnehmung, im Bereich von Aufmerksamkeit. Und wenn ich zum Beispiel natürlich als Neurowissenschaftler verstehen will, wie das Gehirn funktioniert, dann sind solche Menschen, die irgendwie ungewöhnlich sind, die anders als die Masse sind, natürlich ein total interessantes Forschungsobjekt. Und das ist völlig etabliert. Also wenn ich als Psychologe sowas untersuchen will, kann ich Forschungsgelder beantragen, und da kriege ich auch richtig Kohle. Da kann ich Leute in MRI stecken und die untersuchen und das ist komplett anerkannt. Gut, was meine ich jetzt mit geistige Fähigkeiten entwickeln? Was ist damit gemeint? Und da unterscheide ich drei Sachen. Konzentration, Klarheit und Gelassenheit. Und moderne Achtsamkeitspraxis trägt zur Entwicklung dieser drei Fähigkeiten bei. Über Klarheit und Gelassenheit werde ich ein klein bisschen später noch mal etwas erzählen. Deswegen jetzt einmal das Thema Konzentration. Was meine ich damit? Konzentration ist die Fähigkeit, mit der Aufmerksamkeit bei dem zu bleiben, was jetzt für mich wichtig ist. Und wenn du einmal überlegst, vielleicht einmal so in deinen Arbeitsalltag zurückdenkst, vielleicht auch noch an die Zeit vor Corona, wo du vielleicht noch in einem Büro mit anderen Leuten gesessen hast, überleg mal, wie lange konntest du so normalerweise im Schnitt fokussiert an einer Aufgabe arbeiten? Ja, überleg mal ganz kurz, so in Minuten waren das 2 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, noch länger. Ganz kurz mal überlegen. Okay, es gibt dazu Studien, das ist ganz spannend. Und zwar eine Studie, über die ich da mal gestolpert bin, die ist von 2005 und da hat man in der Tat bei IT-Arbeitern in Kalifornien, also die Studie wurde an der University of California gemacht, hat man bei IT-Arbeitern untersucht, wie lang die im Schnitt fokussiert an einer Aufgabe arbeiten konnten. Einfach indem sich niemand anders das nebengestellt hat und quasi sozusagen bei jeder Unterbrechung aufgezeichnet hat, ist das jetzt eine Störung oder nicht. Und da war der Schnitt etwas mehr als 11 Minuten, ich glaube so 11,5 Minuten. Ja, das war 2005. Also das wird vermutlich aber mittlerweile eher noch schlechter geworden sein. Das ist eine ganz interessante Zahl, weil wir im Schnitt so gut 20 Minuten brauchen, um wirklich in eine Arbeit reinzukommen, um in so einen Flow-Zustand zu kommen, wo wir dann hochproduktiv sind. Ja, das heißt, wenn ich also im Schnitt alle 11 Minuten unterbrochen werde, dann habe ich vermutlich den Tag über gar keine solche Flow-Zustände. Und das sind diese Tage, wo du dann am Ende des Tages sagst, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ja, was habe ich heute denn geschafft? Das war irgendwie nur so. Ne? Und gar keine richtig gute Arbeit. Also 11 Minuten. Ja. Das Spannende an der Studie ist jetzt noch eine Sache. Und zwar haben die noch rausgefunden, dass die Hälfte aller Unterbrechungen gar nicht von außen kam. Ja, also es war nicht so, dass
von außen jemand kam und hat mich irgendwas gefragt oder irgendwie die E-Mail poppte auf und hat sich groß eingeblendet und gesagt, ich brauche jetzt eine Antwort oder Slack oder was auch immer ihr benutzt, ja. Sondern es war vielmehr so, dass das in der Hälfte der Fälle selbst verursachte Unterbrechungen waren. Ja, das ist also der Moment, wo ich irgendwas arbeite und plötzlich Alt-Tab drücke und kurz mal bei Spiegel Online was lese oder irgendwas anderes, mal eine E-Mail beantworte, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ja. Das heißt, die Hälfte der Unterbrechungen sind selbst verursacht. Ja. Und das ist jetzt genau schon ein Bereich, wo Agilität und Achtsamkeit eine ganz tolle Gemeinsamkeit haben. Agilität ist nämlich eher ein Ansatz, auf einer organisatorischen Ebene dafür zu sorgen, dass wir uns wirklich fokussieren, dass wir nicht ständig gestört werden, dass wir nicht ständig unseren Kontext wechseln. Ja? Das heißt, Agilität kümmert sich um die äußeren Unterbrechungen. Ja? Mit Achtsamkeit oder im Speziellen eben mit Konzentration kümmere ich mich sozusagen um die Unterbrechungen, die eigentlich aus mir selbst herauskommen, ja? Weil ich Konzentration trainieren kann. Und das ist das Wichtige, vor allen Dingen, was du dir zu diesem Punkt merken solltest. Diese drei Eigenschaften, Konzentration, Klarheit und Gelassenheit, sind trainierbar. Ja? Und das ist total faszinierend, weil stell dir vor, du schaffst es häufiger und länger in diesem Zustand von Flow zu verbleiben. Ja? Also dieser Zustand, wo du, in den du reinkommst, wenn du einfach richtig in die Aufgabe reingetaucht bist und wenn du da drin bist und du fühlst dich total produktiv, und du hast Spaß und dann irgendwie nach 2 Stunden tauchst du dann plötzlich auf und denkst zurück und guckst darauf, was du geschafft hast und denkst, oh, das war richtig geil, das hat Spaß gemacht. Ja? Das heißt, diese Flow-Zustände sind genau die Zustände, die wir als sehr zufriedenstellend normalerweise in der Arbeit erleben. Ja? Und jetzt stell dir nur vor, du kannst das nur 10% verbessern, ja? Also 10% häufiger reinkommen, ist 10% länger ausdehnen. Und das ist eben möglich mit einem Training von Konzentration. Gut, so viel zum Thema Achtsamkeit. Jetzt zum Thema Agilität bzw. der Erfolg von Agilität. Ich sage hier in dem Vortrag, Agilität ist eine Erfolgsgeschichte. Und du sagst jetzt vielleicht innerlich oder vielleicht auch laut, uff, also was ich da sehe, ist vielleicht was ganz anderes als Erfolg. Ja, also bei uns funktioniert das nicht. Ja? Und dann würde ich sagen, ja, das kann sein. Ne? Und da bin ich auch ganz bei dir. So, ne? Machen wir uns da auch nichts vor. Also Agilität ist nicht leicht. Und ganz ehrlich, da passiert auch gerade im Rahmen dieses Hypes um Agilität gerade auch unglaublich viel Quatsch. Ja? Das ist übrigens bei Achtsamkeit auch nicht anders. Ja? Das ist da ähnlich. Ja? Wenn ich jetzt hier über Erfolg rede, dann meine ich vor allen Dingen eins. Was ich meine ist, dass es eigentlich kein, aus meiner Sicht, ernsthaftes Unternehmen mehr gibt, was sich nicht in irgendeiner Form damit auseinandersetzt. Ich habe so vor 5 Jahren meinen Kunden immer gesagt, also wenn sie als CIO oder IT-Chef oder IT-Chefin sich noch nicht mit Agilität wie sie es beschäftigt haben, ja, also geht ja nicht darum, ob sie das dann machen oder nicht, aber wenn sie sich nicht ernsthaft damit beschäftigt haben, dann machen sie ihren Job nicht. Heute würde ich das sogar sagen für den CEO, ja, oder den Gesamtchef, Gesamtchefin des Unternehmens, ja. Also, wenn ich mir in dieser Rolle mich noch nicht damit beschäftigt habe, nicht irgendwie eine Position dazu bezogen habe, dann würde ich sagen, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht bisher, ja. Und dass das so ist, das meine ich mit Erfolgsgeschichte. Ja, weil die Ziele von Agilität, die sind ja gar nicht neu. Ja, also Agilität will, dass wir kundenorientierter arbeiten, ja, oder lernende Organisationen aufbauen, schneller auf Marktveränderungen reagieren. Diese Ziele, das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es schon vorher. Und es gab auch einen Haufen Profis, Organisationsentwickler und so weiter, die auch die ganzen Jahre vorher schon daran gearbeitet haben, Ideen, Vorgehensweise, Modelle zu entwickeln, wie man diese Ziele erreichen kann und auch versucht haben, die sozusagen zu den Unternehmen zu bringen, in den Markt hineinzudrücken. So, ne? Und das haben sie aber nicht erreicht. Und wer das erreicht hat,
ist die agile Vorgehensweise, ja, diese Idee von Agilität. Und das ist schon ganz besonders. Also wenn wir uns nämlich vor allen Dingen angucken, wie das angefangen hat. Also das Agile Manifest ist ja gerade 20 Jahre alt geworden vor ein paar Wochen. Ja. Und das besteht ja im Grunde genommen nur aus so einer Webseite, wo 12 Prinzipien draufstehen, 4 Wertepaare. Ja, könnt ihr euch da mal in Ruhe angucken. Wie ist das entstanden, diese Webseite und diese Prinzipien und Wertepaare? Ja? Die sind entstanden, weil sich 17 Leute auf einer Skihütte getroffen haben für 3 Tage und morgens Skifahren waren und nachmittags ein bisschen geredet und gearbeitet haben. Ja? Und wer waren das? Das waren ein Haufen IT-Nerds, ja, die alle schon lange Softwareentwicklung gemacht haben und die sich gesagt haben, Mensch, irgendwie die Art, wie wir Softwareentwicklung haben, machen, das funktioniert irgendwie auf eine besondere Art und Weise, die ein bisschen anders ist als das, worüber die meisten reden. Lass uns mal zusammensetzen und aufschreiben, was dieses Besondere ist. Ja? Und da muss ich sagen, so wenn ich jetzt Organisationsentwickler gewesen wäre damals, ja, da hätte ich echt einiges zu knabbern. Ne? Da kommen so ein Haufen IT-Nerds daher und schaffen dann in den nachfolgenden 20 Jahren das, woran ich und ein Haufen anderer kluger Leute die ganze Zeit vorher gearbeitet haben. Und irgendwie haben wir es nicht so gut hinbekommen. Ja? Das meine ich mit Erfolgsgeschichte. Und jetzt möchte ich euch 3 Gründe geben, warum ich glaube, dass das so erfolgreich war. Und gleichzeitig auch jeweils erklären, warum ich glaube, dass Achtsamkeit auch so erfolgreich sein wird. Das erste ist, dass genau es wichtig ist, wer sich da versammelt hat. Ne? Also, dass die prägenden Menschen ganz entscheidend sind, die diese Bewegung angestoßen haben. Ja. Nämlich, dass das ein Haufen Nerds sind oder auch ein Haufen Hacker. Ja, ich würde sagen, dass die 17, die sich da getroffen haben, das waren und sind Hacker im besten Sinne. Ja. Und zwar hacken die jetzt nicht, ich meine jetzt nicht in IT-Systeme einbrechen oder sowas, ne? Sondern generell, also der weite Begriff von Hacker, ja, sozusagen mit Systemen zu spielen und in diesem Fall mit Regeln der Organisation, Arten und Weisen, wie man Software entwickelt. Ja. Da haben die sozusagen den Hacker-Mindset drauf angewandt. Und es gibt ein total, wenn ihr euch mal diese Webseite von dem Agile Manifest anschaut, da gibt es irgendwo eine recht versteckte Seite, wo so ein bisschen beschrieben ist, wie das eben entstanden ist. Ja. Und im ersten Absatz steht da dieser schöne Satz, a bigger gathering of organizational anarchists would be hard to find. Also das war auch genau deren Selbstverständnis und ist deren Selbstverständnis. Ja, dass sie eben diejenigen sind, die da eigentlich Systeme hacken und ein bisschen außerhalb des Mainstreams sind. Ja. Ein Beispiel dazu, 3 von diesen 17 Personen, die dabei waren, waren Kent Beck, Ward Cunningham und Ron Jeffries. Und die haben in den 90er Jahren das Extreme Programming entwickelt. Ja, und wer jetzt, also ich habe da gerade studiert in der Zeit, so, also so ein bisschen habe ich die Auswirkungen davon noch mitgekriegt, ne, wer sozusagen in dem Alter ist, da vielleicht Softwareentwicklung auch noch mitbekommen zu haben oder zumindest eine Ahnung zu haben, wie das damals so war, ja. Die haben Sachen gesagt, die für damalige Verhältnisse völlig revolutionär waren. Ja, die haben gesagt, wir testen unsere Software kontinuierlich. Ja, da hat man damals gesagt, das ist was für ein Quatsch. Ne? Wir testen am Ende, testen ist so aufwendig, kostet so viel Geld. Ja, das da oder haben wir Menschen, die das speziell machen, das können wir nicht kontinuierlich machen. Das geht überhaupt gar nicht. Totaler Quatsch. Oder ne, wir machen Pair-Programming, entwickeln zu zweit. Ne? Was für eine Geldverschwendung. Totaler Quatsch. Ne? Oder wir schreiben Anforderungen auf Karteikarten und dann reden wir darüber. Und da haben die Leute damals gesagt, hör mal, ich habe gerade hier mal dieses UML-Ding da kennengelernt, ne, und diese Kästchen malen und Vererbung und so. Und da haben dann ein teures Tool für gekauft. Da fange ich doch jetzt nicht an, Anforderungen auf Karteikarten zu schreiben. Das heißt, das war gerade damals absolut revolutionär. Und die sind einfach mit so einem Hacker-Mindset an das Problem der Softwareentwicklung herangegangen. Ja, wer sind denn eigentlich oder wer waren die treibenden Menschen beim Thema Achtsamkeit?
Initial waren das ganz klar so die Hippies. Ja? Also diejenigen, die nach Indien, nach Myanmar gegangen sind, dort bei irgendwelchen Lehrern gelernt haben und dann ihr Wissen irgendwann zurück in den Westen gebracht haben und dort irgendwie was mitgemacht haben. Ja? Und da kommen natürlich auch diese ganzen Bilder zur Achtsamkeit her, mit Räucherstäbchen, mit orangefarbenen Roben und so weiter. Ja? Und das hat sich aber vor allen Dingen eben in den letzten 30 Jahren im Zuge dieser modernen Achtsamkeitsbewegung geändert. Und ich würde sagen, es sind so zwei Gruppen dazugekommen oder haben das auch ein Stück weit übernommen. Ne? Das eine ist die Big Business Gruppe. Die gibt es bei Agilität natürlich auch noch viel, viel mehr, würde ich sogar sagen. Ne? Aber auch Achtsamkeit ist mittlerweile Big Business. Ja, das könnt ihr euch angucken, wenn jetzt die Buchläden wieder mal öffnen. Geht mal in den Buchladen und guckt euch mal die Regalmeter zum Thema Achtsamkeit da an. Ja, das ist schon enorm, was es da an Material gibt. Ja. Auch in der Wirtschaft ist das so. Die meisten großen Unternehmen haben oder sind gerade dabei, Achtsamkeitsthemen in ihre Führungskräfteentwicklungsprogramme zu integrieren. Ne? Google, SAP, BASF haben alle sehr etablierte Achtsamkeitsprogramme. Ja, und da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele. Calm ist eine der größten Meditations-Apps, die es so gibt. Die haben im Dezember eine Finanzierungsrunde gemacht und sind mit 2,2 Milliarden Dollar bewertet worden. Das finde ich schon sehr bemerkenswert für eine App, die, wenn ich es jetzt mal ein bisschen platt sage, deren wesentliche Funktion es ist, Audiodateien abzuspielen. Ja, also nämlich geführte Meditationen. Das ist primär das, was diese App macht. Und dafür 2,2 Milliarden. So, ne? Das ist also mittlerweile ein Riesen-Business-Thema. Ja? Genau wie Agilität natürlich auch, ne? Mit all den Themen, die da so rumschwirren. Ne? Und das Spannende ist aber, wie bei der Agilität auch, gibt es im Bereich der Achtsamkeit auch eine Gemeinschaft, eine Community von Hackern, die das Thema wirklich auf einer tieferen Ebene, also nicht auf der Ebene so, wie kann ich das monetarisieren, sondern auf einer tieferen Ebene vorantreiben. Ne? Und die sind nicht so sichtbar, aber die gibt es. Ja? Und es gibt zum Beispiel Bücher wie The Science of Enlightenment von einem Lehrer, den ich sehr schätze. Ja? Oder Bücher wie The Mindful Geek. Ja? Also da gibt es einen Haufen Menschen, die sich sozusagen damit beschäftigen, wie kann ich dieses Achtsamkeitsfeld, wie kann ich das besser erforschen, wie kann ich das wirklich in die Anwendung bringen und zwar richtig tief und fundiert. Und nicht nur, um jetzt irgendwie Führungskräfteentwicklung zu machen oder sowas. Ja? Genau. Und die arbeiten sehr häufig mit Wissenschaftlern zusammen. Ja, das ist ein ganz schöner Mix. Ne? Und dann kommt auch diese wissenschaftliche Fundierung hier. Und wie ihr da gerade auf dem Bild seht, das ist dieser Shinsen Yang, ist einer meiner Lehrer, der gerade irgendwelche Sonnen am Kopf hat, wo sie halt untersuchen, was passiert, wenn er meditiert und bestimmte Dinge tut. Genau. So, und der zweite Grund, warum ich auch glaube, dass Achtsamkeit in diesem Zusammenhang, dass die prägenden Menschen da ganz wichtig sind, weil eben aus meiner Sicht Achtsamkeit gerade auch dieses Hacker-Mindset so anspricht. Gerade Menschen, würde ich sagen, wie uns, ja, Softwareentwickler, anspricht. Ja. Und zwar, wenn man nicht in diese Falle tappt, Achtsamkeit eben mit Räucherstäbchen gleichzusetzen oder einfach nur mit Performance-Optimierung für Führungskräfte, ja, dann ist Achtsamkeit eigentlich etwas, was Menschen anspricht, die wirklich kreativ und unkonventionell mit ihrem Geist umgehen wollen, mit Systemen um mich herum umgehen wollen. Und das Spannende ist eben, das auch mit meinem eigenen Geist zu machen. Ja? Weil mit Achtsamkeit erforsche ich nämlich letztendlich, wie funktioniert Aufmerksamkeit? Wie funktioniert Wahrnehmung? Was hat das mit meiner Stimmung zu tun? Ja? Was macht mich wirklich zufrieden? Wann bin ich konzentriert? Ja? Und das ist fundamental, weil diese Prozesse wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, natürlich an allem beteiligt sind, was ich erlebe. Ja? Das heißt, was ich mir da gerade angucke, ist quasi mein eigenes Betriebssystem. Und mit einer Achtsamkeitspraxis baue ich mir quasi wie eine Softwareentwicklungsumgebung auf für meinen eigenen Geist. Ja?
Softwareentwicklungsumgebung ist natürlich ein bisschen weit gegriffen, aber eher eine Debugging-Umgebung, also wirklich besser zu verstehen, wie mein Geist funktioniert. Ja. Also ich hacke letztendlich meinen Geist durch Achtsamkeit. Und das ist für viele Menschen, die ich kenne aus der Softwareentwicklung, erstmal ganz spannend. Ne? Genauso wie viele ja auch zum Beispiel Sport für sich entdeckt haben als etwas, wo sie Spaß dran haben, irgendwie sozusagen zu optimieren, wie sie mit sich, mit ihrer Gesundheit, auch mit ihrer Leistungsfähigkeit manchmal umgehen wollen. Gut. Grund Nummer zwei. Ja, ich glaube, beides, Achtsamkeit und Agilität, bedient ähnliche und gleiche und vor allen Dingen aktuelle Sehnsüchte. Ja. Also vor 100 Jahren haben Menschen ja noch 6 Tage die Woche gearbeitet, um Essen zu haben, ein Dach über den Kopf zu finanzieren. Und die meisten von uns haben das vermutlich am Dienstagnachmittag erledigt, so also die absoluten Grundbedürfnisse. Ja. Der Rest der Woche ist dann Bonus. Ja. Und es ist gut untersucht und ich glaube, wir alle wissen das auch intuitiv, dass uns jetzt einfach mehr Geld, mehr ein höheres Gehalt nicht glücklicher machen wird. Das heißt, Bedürfnisse in der Arbeitswelt haben sich also geändert. Ja. Ich glaube, dass wir wollen, oder zumindest ich will das, etwas Sinnvolles tun. Ja. Ich möchte gerne ernst genommen werden. Ich will auf Augenhöhe mit Leuten zusammenarbeiten. Ich habe keinen Bock auf einen Chef, der mir sagt, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Ja. Es sei denn, der Chef hat wirklich, wirklich Ahnung von der Arbeit, die ich mache. Dann lerne ich gerne. Ja, aber nicht, weil die Person die Position Chef oder Chefin hat. Ja, deswegen nicht. Ja. Und ich glaube, dass wir alle weniger kognitive Dissonanz wollen. Also kognitive Dissonanz ist die Diskrepanz zwischen meinem inneren Erleben und dem, was im Außen passiert und gesagt wird. Ja. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut und dann spricht man mal mit einem Mitarbeiter aus dem Unternehmen und der lacht dann nur so zynisch auf, das ist dann ziemlich viel kognitive Dissonanz, die der da erlebt. Oder das Unternehmen sagt, ja, wir machen hier alle agil, ne? Und der Chef kommt 3-mal am Tag angerannt und sagt, ja, ich habe eine neue Top-Prio-Aufgabe. Das ist dann auch kognitive Dissonanz. Ja? Und letztendlich ist das kognitive Dissonanz ein bisschen der charmante Begriff für Bullshit. Ja? Also ich glaube, wir wollen diesen Bullshit nicht mehr. Und Agilität, wenn es denn gut gemacht wird, bedient diese Sehnsüchte. Ja? Weil da geht es darum, auf eine sinnvolle Art und Weise zusammenzuarbeiten. Da geht es darum, wirklich das zu tun, was auch funktioniert und wirksam ist. Ja? Ich habe vor etwa 10 Jahren bei meinem früheren Arbeitgeber, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ein Seminar entwickelt, das hieß und heißt auch immer noch Führen als Scrum Master. Und das habe ich seitdem auch sehr, sehr oft gegeben. Und die Idee ist, dass man dort nicht Scrum lernt, sondern, das macht man woanders, sondern eben die Fähigkeiten, die ich als Scrum Master brauche, um gut arbeiten zu können. Also Retrospektiven moderieren, schwierige Situationen auflösen, ne? Wie entscheide ich in Gruppen, wie bewirke ich Veränderungen in Organisationen. Also so diese ganzen Fähigkeiten, die ich eigentlich als Scrum Master brauche. Und jedes Mal, wenn ich dieses Seminar gemacht habe, ja, dann hatte ich so bei, sagen wir mal, 8 Teilnehmern so 1 bis 2 Leute dabei, die am Ende dieser 3 Tage wirklich leuchtende Augen hatten. Ja. Für die anderen war es eben ein gutes Seminar über die Themen, die ich gerade so gesagt habe. Aber die 2, die hatten wirklich verstanden, dass es um diese Sehnsüchte geht. Ja, das ist, die haben verstanden, okay, wenn ich das so mache, dann verändert sich wirklich Arbeit und dann macht das alles wieder viel, viel mehr Sinn und so weiter und so fort. Ja. Und die haben gesagt, ja, genauso will ich arbeiten, genauso will ich mit meinem Team umgehen und genau das will ich fördern. So. Und geil, also geiles Seminar. So, ne? Oder sie haben natürlich auch oft gesagt, so, wo finde ich denn Unternehmen, die so arbeiten? Das heißt, da habe ich immer wieder gespürt, okay, das berührt bestimmte Sehnsüchte. Und ich glaube, dass eben Achtsamkeit das auch tut. Weil Achtsamkeit ist ein Werkzeug, mich besser kennenzulernen. Also wenn ich die Ahnung habe, dass mehr Geld mich jetzt vielleicht nicht zufriedener machen wird,
dass es nicht die Beförderung ist, die mich glücklich machen wird. Und vielleicht auch jetzt nicht das nächste Projekt, wo ich dann gut die eine geile neue Technologie ausprobieren kann, aber das ist dann nach 4 Wochen auch wieder ja, normal so, ne? Was macht mich denn dann eigentlich glücklich? Ja, wie kann ich irgendwie ein Leben führen auf die Art, wie ich das führen will? Was macht mich wirklich zufrieden? Ja. Und ich würde sagen, Achtsamkeit hilft mir, die innere kognitive Dissonanz zu verringern, ne? Den inneren Bullshit quasi. Weil wir leben in einer Welt, in der aus meiner Sicht es einen immensen Druck gibt, sich nach bestimmten Ideen zu verhalten. Ja. Ganz viel quasi Narrative darüber, was ist ein gutes Leben, was bedeutet eine gute Karriere, wie sollte ich arbeiten, ne, was sollte ich jetzt machen. So. Und Achtsamkeit hilft wirklich, Vorstellungen davon loszulassen, wie ich sein müsste. Ja. Also wirklich rauszufinden, was will ich eigentlich, was ist meins und was sind einfach nur die Storys, die ich unbewusst, ne, von Eltern, aus der Gesellschaft, aus der ganzen Arbeitswelt, davon, wie Unternehmen strukturiert sind, all diese Storys, die ich mehr oder weniger unbewusst übernehme. Ja, und das auseinander zu sortieren, ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viel Zufriedenheit bringen kann und dann auf eine Art und Weise zu leben, die mich zufriedenstellt. Und da ist Achtsamkeit total nützlich. Das war Nummer 2. Nummer 3, ich glaube, dass Achtsamkeit und Agilität letztendlich eine Antwort bieten auf das gleiche Problem. Ja, und das Problem ist das der Komplexität. Ich unterscheide immer zwischen komplex und kompliziert. Ne? Also komplizierte Probleme sind Probleme, wo ich durch die Ursache-Wirkungsbeziehung vorhersagen kann. Und da funktionieren klassische Planungsmethoden gut. Ne? Da kann ich mich hinsetzen, einen Plan machen, den ausarbeiten, so ein Gantt-Diagramm malen, was halt so Projektleiter alles so machen. So, ne? Und wenn ich da einigermaßen kompetent drin bin, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt den Plan gemacht, jetzt machen wir das so und dann funktioniert es auch so. Ja. Und da haben wir aber die Erfahrung, dass es in Softwareentwicklung in allermeisten Fällen nicht funktioniert. Und das liegt daran, dass diese Art von Planung bei Softwareentwicklung nicht funktioniert, weil es ein komplexes Problem ist und nicht ein kompliziertes. Und in einem komplexen Problem kann ich Ursache-Wirkungsbeziehungen nicht vorhersagen. Ja, da kann ich mich nicht am Anfang hinsetzen und kann das mal durchplanen, sondern da muss ich schrittweise vorgehen. Ich muss Experimente machen, ich muss im Laufe der Zeit rausfinden, ich muss mich neu ausrichten. Und das ist halt das, was agile Vorgehensweisen, Scrum, Kanban im Grunde genommen ermöglichen. Das ist also das Problem, dass Agilität auf einer Team- oder auf einer organisatorischen Ebene löst. Ja, wir haben Komplexität als Problem und mit den agilen Methoden und Ansätzen habe ich Mechanismen in der Hand, wie ich mich in der Komplexität bewegen kann und so damit umgehen kann, die halt viel besser funktionieren als so klassische Planungsansätze. Und so wie Agilität die Lösung ist auf einer Team- und organisatorischen Zusammenarbeitsebene, so ist Achtsamkeit die Lösung oder eine Antwort auf einer persönlichen Ebene. Und dazu auch ein Beispiel. Ich habe mal vor, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, einen Product Owner gecoacht oder ein Team gecoacht. Und irgendwann kam der Product Owner zu mir und wir haben so, es lief eigentlich alles ganz gut. Und kam dann an einem Tag zu mir und sagte, Markus, ich habe so einen Hals, ja, bin irgendwie echt fertig, weil mein Chef kam gerade zu mir und sagte, ja, er möchte jetzt mal eine komplette Schätzung haben und wir sollen jetzt endlich dieses Product Backlog einmal komplett aufschreiben, es einmal komplett durchschätzen und dann weiß er ja endlich, wie viel das Ganze kostet. So, und wenn du dich mit Agilität ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass das eine ziemlich blöde Idee ist. Ne? Das ist eben genau dieser klassische Planungsansatz, ja? Der im Komplexen eben nicht funktioniert. So. Okay, dann haben wir mit dem Chef geredet und uns war ein bisschen hin und her und haben das so alles wieder eingefangen gekriegt. Und das Spannende war aber jetzt, warum hat er das initial gemacht? Und meine These, was ich so mitgekriegt habe von den Gesprächen hinterher und warum das passiert ist, ist, dass dieser Chef irgendwann, also durch warum auch immer, so an diesen Punkt kam, wo er diese ganze Unsicherheit einfach
sehr, sehr unangenehm fand, die mit Agilität einhergeht. Ja, also er hielt das nicht so gut aus, dass das jetzt nicht klar war, wie lange das dauert und dass man nicht genau weiß, was das kostet. So, ne? Ja, das lag nicht daran, dass der Agilität nicht verstanden hatte. Ja, der war in der Schulung und der war auch echt clever, ne? Also der war nicht irgendwie dumm oder sowas, so, ne? Sondern der war wirklich clever. So, ne? Und der hatte das auch verstanden. Aber warum auch immer kam er irgendwann an diesen Punkt, wo er gesagt hat, so, und zwar unbewusst gesagt hat, automatisch gesagt hat, so irgendwie, wir müssen da jetzt mal Klarheit reinbringen und dieser ganzen Unsicherheit, das geht jetzt nicht mehr. Und dann hat er halt das gemacht, was, ne, also was so jemand eben automatisch tut, das, was er gut kann. Und in dem Fall war das eben einfach einen Plan machen oder einen Plan machen lassen. Ja? Das hat er auch die 20 Jahre vorher gelernt. Ne? Und das ist genau diese Fähigkeit von Gelassenheit. Ja? Gelassenheit heißt eben, das, was im Moment so passiert, da sein lassen zu können. Also zum Beispiel diese Unsicherheit. Und Unsicherheit fühlt sich für uns alle doof an. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und deswegen ist Agilität auch oft nicht angenehm, ne? Weil wir unter ganz viel Unsicherheit agieren und gleichzeitig ein paar Dinge nicht tun, mit denen wir zumindest den Anschein erwecken könnten, dass wir die Unsicherheit wegmachen. Also wir könnten jetzt einen Plan machen und dann fühlt es sich so an, als hätten wir jetzt die Unsicherheit weggeplant. So, das stimmt natürlich nicht, aber das Gefühl ist ein positives. Und das wollen wir aber nicht machen. Ja? Und deswegen ist Agilität auch oft gerade so für Menschen in so einer Steuerungsfunktion, was sehr unangenehm ist. Ja? Was sehr, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Und Gelassenheit ist eben genau die Fähigkeit, damit umzugehen, ohne in so automatische Muster zu verfallen, ohne reaktiv zu werden. Und das ist da, glaube ich, passiert. Ja? Für den war das einfach irgendwann zu viel, aber das ist nichts, worüber der bewusst nachgedacht hat, sondern er hat einfach gesagt, wir machen jetzt einen Plan, zack. So. Da kann Achtsamkeit total helfen. Ja, es kann mir helfen, selber mit Unsicherheit umzugehen. Und das hilft mir wieder dabei, schneller zu lernen, eben nicht automatisch zu reagieren, sondern wirklich bewusst zu entscheiden, was ich machen will und so weiter. Gut, das war Grund Nummer 3. So, jetzt habe ich schon relativ lang gesprochen. Jetzt bitte ich dich einmal darum, dass du einmal reflektierst, was alles gesagt wurde. Und vielleicht so eine Sache, die du aus diesem Vortrag bisher mitnimmst, eine Sache in den Chat schreibst. Ja, mal so überlegen, was war so eine Sache, ein wichtiges Fakt oder eine Idee, die du hattest, die du mitnimmst, und schreib diese bitte mal jetzt in den Chat hinein. Und da mache ich jetzt eine Minute Pause, damit das passieren kann. Ich freue mich darauf, schon dann lesen zu können, was ihr schreibt. Das ist immer sehr spannend, was hängen geblieben ist und gibt auch insgesamt ein Gefühl nochmal dafür, was alles in dem Vortrag drin war. Okay, vielen, vielen Dank. Gut, dann kommen wir noch auf den letzten Punkt. Wie kannst du eigentlich weiter lernen, wenn du dich damit weiter beschäftigen willst? Und da habe ich zwei Schritte. Das eine ist in der Tat, dass diese ganzen Meditations-Apps oft ein guter Einstieg sind. Genau, such dir einfach da was raus, was dir gefällt. Meine Empfehlung, wenn du so ein bisschen abseits der zwei, drei ganz großen was haben willst, was ich meist ganz gut finde, weil die großen natürlich auch sehr auf Monetarisierung aus sind. Das eine ist der Insight Meditation Timer, das ist sozusagen der
der Klassiker, das ist schon ganz alt und da gibt es aber eine große Community. Und das andere ist eine ganz neue App, die Medito heißt die. Und die machen ihre Sache auch sehr gut und die werden quasi über Spenden finanziert. Also die haben im Hintergrund Leute, die einfach sagen, wir wollen das verbreiten und deswegen monetarisieren sie in der App gar nichts. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das zweite ist dann, sich zu wirklich mal eine Community und einen Trainer, eine Trainerin zu suchen. Der Schritt sozusagen über seine eigene Übungspraxis zu reden, zu reflektieren, wirklich individuelle Impulse zu bekommen, ist total wichtig. Ja? Ähnlich wie auch ein Training in einem Fitnessstudio auch. Ja? Genau, wenn du da Interesse hast, also ich biete auch so ein Training an, das geht am 30.04. los. Die Infos findest du unter diesem Link, also Achtsamkeit, also achtsamke.it. Genau. Und oder du suchst ja halt natürlich auch irgendeine andere Community. Aber das würde ich wirklich empfehlen. Damit habe ich persönlich viel zu lange gewartet. Ja, dir wirklich eine Community zu suchen, wo du einfach dich austauschen kannst. Das ist sehr, sehr wertvoll bei diesem Thema. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir für heute ab. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr seht nochmal so alle Kontaktdaten und es ist natürlich auch, ich freue mich total auf Rückmeldungen. Meldet euch über einen dieser vielen Kanäle. Vielen Dank und dann freue ich mich jetzt auf die Fragerunde.